80, also alleine fehlen mich 150. Genau. Das habe ich vergessen, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass 50 das gleiche ist wie 150. Nein, 87 ist das gleiche wie 150. Ach, genau, stimmt. Das ist wie A ist gleich wie B ist. Genau. Das ist wahrscheinlich schon wieder tausend von Partiellen, deswegen weiß gar nicht, worum es geht. Nee, nicht tausende. Um genau zu sein, kann es höchstens erst... Wo steht die Aufnahmedauer? Ach, wahrscheinlich hinter diesem Avira. Wieso steht die Aufnahmedauer dann nicht mehr? Ja... Wollen wir mal kurz... Ach so, weil das die... Sekunde. Das ist die Aufnahmedauer, wenn er von selbst aufnimmt. Da. Ach, ist da. 39. Kann höchstens ein Part her sein. Ja, zwei. Nee, drei. Nee, ein Drittel. Ja, guck, wir müssen jetzt nur noch die drei Welten hier schaffen, dann haben wir's. Okay, es ist doch nicht mehr so lang. Das schaffen wir heute noch. Ja, schaffen wir noch. 70%. Schaffen wir doch. Ja, wir haben schon eine ganze gemacht, 75. Oder? Ja, ja, wir haben eine ganze ja, minus einen der Weg gemacht. Und dann müssen wir halt noch die Schatztruhe machen. Ja, bitte. Und ich hoffe mal, wir haben für alle Endgegner genug Endgegner-Tools. Nee. Bist du müde? Nee, mir ist kalt. Deswegen gehen nicht. Bist du eine Decke? Wir haben da hinten eine Decke. Das ist meine, verpiss dich. Das steht zwar in meinem Haus auch. Ach, das ist geil. Das haben sie auch bei Rayman Legends schon wieder eingebaut. Hat man schon im Trailer gesehen, nur da sieht es irgendwie 10-mal geiler aus mit der Grafik. Wie heute, ja, vergleichsweise früh auf, ne? Fällt mir gerade so auf. Was? Ja, wir nehmen ja heute vergleichsweise früh auf. Die Nacht ist jung. Nein. Ja, nein. Aber das Problem ist ja, ich hab's heute noch gar nicht erwähnt, wie ich es eigentlich jeden Tag tue, wenn wir aufnehmen. Jeden Tag, wie wir aufnehmen. Also, wie ich es eigentlich immer sage, weil wir ja, oder ich und Yannick, ja, die nächste Woche die Abschlussarbeiten schreiben. Das ist immer deine Ausrede. Ja, es ist keine Ausrede, es ist eine die pure ja, Wahrheit. Ah, ja. Haben wir im Moment nicht so viel Zeit, deswegen kommt ja auch Minecraft im Moment nicht. Für uns. Warum ist bestimmt was? Wir schreiben heute den 18. Warte doch mal, geht doch mal zu. Ich hab die Münzen nur geholt. Egal. Vielleicht ist auch nichts. Ich hab die Fledermäuse ab. Ich bin voll längst. Ist offensichtlich, dass hier was ist. Brauchst du gar nicht, weil du weißt, dass es so funktioniert, dass du das dann um dich drum herum hast. Aber die kommen nicht hier raus, wenn ich jetzt nicht mache, oder? Du hast jetzt das so einen Schutzschild. Das ist dir so gedacht, ne? Ich hab mir irgendwie das Gefühl, dass du unten noch ich was dachte, ich wäre jetzt produktiv gewesen, ja, weil ich die Fledermäuse da abgehalten habe. Okay. Nö. Die unten? Nein. Da war nur halt da links die Münze. Ja, Abschlussarbeiten halt. Ja, und deswegen kann Christoph heute nicht mehr nachten. Richtig. Was wir, ja, sonst nehmen wir die Nacht über auf. Aber das geht heute leider nicht. Naja, du hast nicht. Obwohl, diese scheiß Lernen eigentlich übel unnötig ist. Weil Christoph sowieso so schlau ist. Also es sollte eigentlich reichen für diese Abschlussarbeiten. Weil Christoph so schlau ist. Ja, ich bin ein Hengst, bin ich. Ja, der Punkt ist, dann gibt's eine Mathe zum Lernen, das hat er jetzt schon zu 5 Milliarden Mal. Ich hätte nicht mehr dafür lernen brauchen, aber da nicht würdig bin. Also, wir wissen, auf was im Stand wir sind. Wir sind das Neueste, was wir Mathe gemacht haben, war exponentielles Wachstum, glaube ich. Wow. Ja. Es ist so schwer. Nee, warte mal. Jetzt waren es Zinseszins, war das jetzt. Jetzt. Ja, nee, da war ich doch noch dabei. Das ist exponentielles Wachstum, Zinseszins. Ja, aber nicht in der Form, wie wir es vorher gemacht haben. Ich war noch dabei, als du die Zinseszinsformel da an die Tafel. Ach, natürlich, das ist genau das Gleiche. Das ist auch ein Exponentielles. Warst du noch da? Ja. Das war das Letzte, was ich mitgekriegt habe. Als du dir einen Montag da warst, oder als nein. Du... Echt? Das ja. Ist so scheiß lang her. Ja. Ach du Scheiße. Das ist das Letzte, was du mitgekriegt hast. Ach, hier unten ist eine Mütze. Da sollte man sich ja sagen. Ja, es ist ja halt ein Wiederholungsjahr, ne? Muss man das so sagen, aber es ist trotzdem lächerlich. Vor allem Deutsch. Warte, da oben ist auch noch eine Mütze. Was macht denn Deutsch? Ja, im Moment machen wir Lyrik. Lyrik ist so ein Scheiß, ne? Ich hasse Lyrik. Ich kann es irgendwie, aber. Es ja, das kann jeder, weil jeder hat nein, eine eigene. Nein, bei uns kann das nicht jeder. Jeder hat eine eigene Meinung, Mensch. Das bringt nichts. Du verhältst das gerade mit Religion. Religion ist das, wo deine eigene Meinung immer. Oh, Religion war lustig. was war lustig? Warte, da oben ist bestimmt was. Kann man ja mal von berichten. Also, wir sollten solche Bilder raussuchen. Da waren dann so ein paar Bilder. Eins, wo so ein Unfall war. Eins, wo halt so eine glückliche Familie war auf dem Feld. Und dann sollten wir irgendein Bild raussuchen, ne? Ich hab mich hingeguckt und hab einfach irgendein Bild rausgenommen. So. Frag mich. Ich kam dran, sollte halt, wieso hast du dir das Bild rausgenommen und was hat das mit Gott zu tun? Ich meine so, ja, ich finde, keins von den Bildern hat irgendwas mit Gott zu tun, weil ich sowieso nicht an Gott glaube, also steckt auch in keins von diesen Bildern Gott drin. Und dann so, was? Nee, jetzt werd aber mal ein bisschen ruhiger, sonst, nee. Schreibe mich erstmal übel zusammen, von wegen, ich wäre ja so, so aggressiv jetzt. Ja, schreibe ich an, weil du nicht an Gott glaubst. Ja. Danke. Ja, Nick hat gerade gesagt, du bist ein Arsch.
ich mach die ganze Arbeit und er klaut sich das Ding an. Hast du schon mal was von Meinungsfreiheit? Nö. Gehört? Aber ich geschossen in zwei Regionen, also das ist nämlich egal. Die Arbeiten waren aber immer das Ganze. Du konntest alles entscheiden. Oder die Frage. Tests, die Kurztests. Ja, du kannst echt zwei Wörter entscheiden. Weil genau das gleiche, nur schriftlich war. Du konntest jeden Scheiß schreiben, den du wolltest. Du hast alles gut. Ja. Ja, das Problem ist, bei uns musst du einfach die Meinung schreiben, die dir beigebracht wird. Ansonsten ist es falsch. Religion ist so Humbug. Warum gehst du überhaupt zur Religion? Weil ich es verpeilt habe, zu Wettenmann zu wechseln. Ja, Norm ist aber genauso sinnlos. Ich weiß, deswegen ist es eh scheißegal. Das ist einfach nur Religion ohne Jesus. Also Koran oder wie jetzt? Nein, es wird dir ja genau das gleiche beigebracht. Nur halt, dass nicht gesagt wird, Gott will das, sondern es wäre halt für die Gesellschaft gut, wenn das ist. Okay. Zumindest so das, was so berichtet wird. Also ihr kriegt es gerade irgendwie nicht auf die Reihe, oder? Ja, konzentrieren wir mal. Also ich weiß doch, dass auf dem Gymnasium mal der Vertenonkurs irgendwas über die Länge eines Walpenis gelernt hat. Also. Da war eine Arbeit. In einer Arbeit war die Frage, welchen Anteil der Größe eines Wals macht der Penis aus? Einfach Möglichkeiten, ein Drittel, zwei Drittel oder ein Sechstel. So. In welchem Zustand? Richtig war ein Drittel. In welchem Zustand denn? Ich glaube, das stand da nicht mal. Und vor allem wieso? Weil es, wer weiß, wofür man das mal so benutzen kann. Und Wert und Ohr soll ja vergleichbar nützlich sein wie Religion, ne? Also, Religion ist so wichtig wie ein Wahlpenis. Yeah! Meine Hallo? Schalte mal ein. Ja, ich sag bei den Unterschieden. Doch, und hier ist es doch dumm. Auf jeden Fall ist beides total unnötig. Ja. Und Remke als Pastorentochter ist nicht so. Als Pastorentochter? Ja. Remkes Mutter ist Pastorin. Als Pastorentochter? Ja, du bist Mädchen. Ich bin eine Tochter. Ja. Okay, was zum. Wir müssen jetzt irgendwie da oben hin. Oh Gott, ist das scheiße. Was muss ich machen? Haben schon. Cool. Hab ich gut gemacht. Was will ich aber, was soll's? War so ernst gemeint. Ich hab ganze 15 von diesen Dingern eingesammelt. Und ich hab irgendwas mit 150. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, das ist so. Ja. Ich hab einen mehr als Remke. Yeah! Nee. Ey, wir haben schon 300 oder was? Ja, wir beide zusammen schon. Aber so, ne? Und ich hab auch noch 16, ja. Süß. 17. Das ist immer auch das erste Level, ne? Aus der Welt. Ja, ist doch jetzt noch gar nicht so lang. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Oh, ich auch nicht. Würdest du uns... lieblich haben? Ich den, okay. Lustig. Gut, ja. Lustig. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Remke, du kleiner Pisssack. Ich möchte das neu aufladen, du kriegst mich natürlich erstmal raus. Ja, ich muss ja irgendwie weiterkommen. Nicht rein. Das ist so schlimm mit Remkes Teamfähigkeit. Hä, das war doch... Hä, ich hab einfach nur dieses... Unser Bild war kurz weg. Warum? Keine Ahnung. Ja, du hast mich nur vor dem Auflad-Ding mitten in die Fledermäuse geschlagen, als es gerade ausgelaufen ist. Ja genau, ist. Weil ich das Auflad-Ding schlagen wollte. Ja, weil dir hilft's aber noch Zeit, jetzt einfach warten können, bis ich das gegenschlagen habe. Es tut mir so leid, Jan. Schau mal ein schönes Bild. Unten links. So aus wie eine Gabel. Eine Gabel. Warum kommt keine Musik? Wieso kommt auf einmal mehr? Gleich viel. Ist doch scheißegal. Sag mal ruhig. Oh. Okay, alles okay. Alles okay. Ist alles geil. Er hatte sogar über 350 gesammelt. Er hatte jetzt zusammen schon über 350, also ihr beide. Wir waren 350 aber nicht, aber 300. Insgesamt. Ja, stimmt, ich denke, es gibt nur 300. Ich weiß nicht. Diese Schritte verwirren mich. 150, 300, 350. Das ist schwer, sowas. Ja, ist schon kompliziert für Mathematik. Ja.